Ich heiße Tom Waldsteiner, mache Wasserspringen und bin Nachwuchssportler des Monats April. Wasserspringen finde ich besonders faszinierend, diese Vielfältigkeit. Also jeden Tag kann man andere Sachen machen, man lernt immer neue Sachen und man macht nicht monoton immer dasselbe. Meine größten sportlichen Erfolge natürlich erstmal mehrfacher Jugenddeutscher Meister. Bei den Großen auch mittlerweile Deutscher Meister geworden. Dann habe ich letztes Jahr bei der Jugend-Europameisterschaft überraschend auf den 3. Platz geschafft. Und jetzt zuletzt, noch vor Corona, ganz knapp, haben wir noch die Deutsche Meisterschaft in Rostock gehabt. Und da habe ich noch den 2. Platz von Turm Einzel geholt. Diese Erfolge bedeuten mir eigentlich auch schon sehr viel, weil man daran sieht, dass die harte Arbeit nicht umsonst war, dass man für was trainiert hat und dass man auch belohnt wird für die harte Arbeit und dass man sich gequält hat und alles und auch durch schwere Zeiten durchgegangen ist. Kämpfen, das ist bei Wasserspringen, das ist sehr, sehr wichtig. Auf alle Fälle möchte ich an den Olympischen Spielen teilnehmen und da auch am besten ins Finale kommen und so zeigen, dass man was kann und auch ja. Und ansonsten natürlich auch noch Weltmeisterschaft und Europameisterschaft. Dreieinhalb Delfin. Langschläfer. Pilot. An den Schienbeinen. Faultier. Optimalfall 21.